Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play RimWorld. So, weiter geht's im Galopp. Jackie brät, Michi trägt zu und Angel haut ein Bäumchen um. Sehr schön. Ja, läuft richtig gut. Zack hingelegt, zack weg, zack hingelegt und weiter geht's. Na, der Strom ist wahrscheinlich wieder ein bisschen wenig, aber kriegen wir noch. Die Fischer vom Tal gehen weiter. Was macht denn Michi noch? Na, die rennt noch ein bisschen rum. So, Checktopia. Guck mal. Wuff, wuff, wuff. Schlaft euch erstmal schön aus. Jackie ist die erste, die schon wieder auf den Beinen ist. Was macht sie Schönes? Nix. Rumsitzen. Kochen. Oh. Oh. So. Die Katze hat meinen Hund angegriffen. Und hat ihn getötet. Toll. Gut, also unseren Hund haben wir schon mal nicht sehr lange behalten. So, da kommt gleich eine Ratte. Struktur Holz. So. Dann können wir da alles schön zubauen. Genau. Da kommt eine Ratte. So. Oh, Henry ist tot. Haben sie nicht getötet. Der Lynx. Den hätte ich ja auch gerne, aber das wäre wahrscheinlich wieder schief gegangen. So. Tiere liegen schon mal bereit für die Schlachtung. Jo. Dann entsteht die Verteidigung auch. Struktur, Holztür. Macht das Sinn, zwei Türen zu bauen, oder ist das einfach nur hinderlich? Ich baue mal zwei, einfach nur zur Isolierung.
Als Wärmepuffer. Einmal bitte alles raustransportieren. So, das ist ja jetzt hier Dings. Der Kühlraum. Dann mache ich hier die Räume ran. Wie groß machen wir sie denn? Sechs mal neun. Ist eigentlich ein schönes Maß, was man sich einigermaßen merken kann. Das hier wird der Gemeinschaftsraum. Oh, wir haben einen neuen. Der Charles. Und die schmeißen gleich meine Party. Okay. Wanderer Charles. Okay. Ja, weiß ich schon. So, gucken wir mal, wer bist du denn hier? Mach dich mal vorstellig, Charles. Charles Sattler. Eine Kratznarbe hat er. Durch die hat er leichte Schmerzen. Fernkampf, Nahkampf. Der kann beides. Ist sozial veranlagt. Tiere, Medizin. Medizin hatte ich doch noch keinen. Ich habe einen Arzt. Und Landwirtschaft. Okay. Dann kriegst du die Landwirtschaft auch mit. Ja, recht brauchbar. Also. Zack. Zack. Arzt. Und du bist Backup-Arzt. Bettruhe. Aufseher. Nee. Tierpfleger. Nee. Kochen konntest du ja überhaupt nicht. Jäger, nee. Bauarbeiter. Lass mal so. Lass mal auch so. Landwirt. Hat der noch auf 1, der dann forscht. Okay, dann geht's bei dir auf 2. Das lassen wir alles so. Träger und Reiniger. Forscher, wie hoch warst du da? Ah ja. So. Willkommen, Charles. Machen Sie erstmal Party. So, dann machen wir erstmal Freizeit. Habt ihr immer um 20 Uhr? Geht danach schlafen. Bis 2 Uhr. Dann machen wir bis 3. Nee, machen wir bis 2. So. Dann haben sie so halbwegs einen normalen Plan. Dann brauchen wir jetzt noch Möbel, ein Bett für den guten Charles. So. Die Party ist zu Ende. Temperaturkühlung.
Dann warten wir erstmal, bis wir fertig sind. Ja, die bauen auch schon alle mit. Sehr schön. Die fleißigen Bergarbeiter. 37 Nahrung habe ich auch, das reicht auch laut. So. Arbeiten die jetzt schon nach meinem Plan hier eigentlich? Schaut nicht so aus. Muss ja auch nicht sein, sage ich mal. Die sollen schlafen, wenn sie müde sind und sollen das machen, worauf sie Bock haben. Und arbeiten sollen sie. Mensch, sind die schnell. Ja, zu viert geht das schon ordentlich schnell. Und zack, ist so ein Raum ausgehoben. So, was haben wir denn hier? Schiefer. Schiefer interessiert mich nicht. Ihr könntet hier den Raum weiterbauen. Also aufteilen, das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Naja, macht mal. Jetzt machen sie unten weiter. Nee, nee, nee. Überfall. Drills. Okay. Hallo Drills. Eine Holztür hätte ich da gerne drin. Genauso wie da. So, das muss alles raus. Möbeln, Bett. Ein Bett, bitte. Hierher. Dann dazu Blumentopf. Oha, das wird eng. Mist, wir hätten eher losgehen sollen. Jawohl. Jackie war doch eine Nahkämpferin, oder? Ja. Jawohl. Kann der irgendwas? Nahkampf, Bergbau. Ja, ist ein Bergbauer. So, eine Lampe kriegst du noch mit hierher. Das hier ist erstmal das Gefangenenbett und den fangen wir erstmal. Ja, ist ja auch gleich der Arzt.
So, normale Medizin darfst du schon machen. Anwerbungsgespräch, okay. Er kann wieder laufen. So, ein bisschen stramm. Möbel, Blumentopf. Keine Ahnung, da hast du noch einen Blumentopf. Kleinen Holztisch. Zwei Stühle dazu. Und ein Regal. So, jetzt schlafen sie alle. Okay, dann lassen wir sie ausschlafen. Wir sehen uns dann morgen, wenn sie ausgeschlafen haben, wieder und machen erstmal Schluss an der Stelle. An der Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge RimWorld wieder. Macht's gut!